Hey Aleopa, hallo Leute und willkommen bei einem neuen Video von Sprich mal Schwedisch. Ich bin Joakim und heute werde ich euch erzählen, wie man Ja auf Schwedisch sagt. Und jetzt denkt ihr bestimmt, hä, was knetschen dir da? Man sagt doch Ja auch auf Schwedisch, oder nicht? Ja, sagt man. Aber es gibt auch eine Menge Wörter, die ihr stattdessen, oder Wörter, ich würde es eher Laute nennen, die ihr benutzen könnt, wenn ihr in Schweden seid und eure Sprache vielleicht ein bisschen variieren wollt. Und zuerst werde ich einfach diesen Klassiker nennen. Ich meine, jede Sprache hat diese Art von Ja, also M. Einfach 2 oder 3 oder 4 oder 5 M schreiben. Auf Schwedisch. Was Schwedisch so besonders macht, ist, dass es in Akzent 2 ist. Also wir haben ja diese zwei Akzente, Akzent 1 und Akzent 2. Akzent 1 klingt wie so mhm. Und Akzent 2 mhm. Und um Ja zu sagen, indem ihr den Mund nicht öffnet, sagt ihr einfach mhm mit Akzent 2. Dann haben wir diesen interessanten Laut. Und man könnte sagen, das ist so eine Mutation von Ja. J wird zu H irgendwie, es aspiriert so ein bisschen. Und dann atmet man ein und geht in A über gleichzeitig. So. Und wir benutzen das meist, wenn wir mit jemandem in ein Gespräch führen und wir sagen ja dabei einfach, ja, ich höre zu noch und ich bin noch wach und was du sagst, interessiert mich zumindest so ein bisschen. Also, das ist ein sehr merkwürdiger Laut, gell? Dann haben wir J-U-P-P, jupp, und das sagen wir, ja, so ist es, jupp. Und ja, so benutzen wir auch. Es ist einfach, ja, so ist es. Jupp. Und zuletzt haben wir diesen extrem merkwürdigen Laut. Und ja, ich verspreche euch, das ist irgendwie Schwedisch und nicht irgendwelche Ureinwohner-Trollsprache aus den tieferen Wäldern in Schweden. Sondern, oder naja, gut, das könnte man schon sagen, weil es kommt aus den nördlicheren Dialekten, ne? Also die Leute in Norrland, die reden so, die sagen, warum würden sie das machen, wenn die eh nicht so viel sprechen? Und deswegen einfach mal einatmen, zu sagen, dass ja, es wird getan, was du von mir willst. So ist es. Und dann kann es wohl so klingen. Hörre Lennart. Nee. Hörre Lennart. Nee, fan. Verloren. Ich würde sagen, man hört das auch jetzt generell in Schweden. Alle wissen, wie man diesen Laut macht und was es bedeutet. Und aber alle wissen auch noch, dass es aus Norrland stammt und dass das eigentlich den Norrlänningern gehört. Aber man würde sagen, ich würde sagen, dass man das überall sagt. Und es könnte passieren, dass es einfach mal so reinschleicht, wenn man redet. Ich würde nur mal sagen, es wäre ein bisschen komisch, wenn ihr das vielleicht benutzt, denn ihr seid ja wahrscheinlich nicht schwedisch. Aber wenn ihr so gut ausspricht, dass man einfach nicht hört, dass ihr nicht aus Schweden kommt, dann meinetwegen benutzt es und niemand wird überlegen, ob... Hä? Hörre Mokka? Stalle? Hörre Lennart? Hörre? Hörre Lennart? Hörre Mokka? Stalle? Nej. Vad fan säger man på norrländska? Nu kommer jag inte... Pitemål? Ach, skit, jag ska inte... So, das war jetzt alles von mir mal wieder. Ich weiß, es ist sehr traurig, dass ich nicht längere Videos mache, aber ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und dass ihr ein bisschen gelernt habt. Danke fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch geben, einen Kommentar hinterlassen. Es macht immer Spaß.
eure Fragen und eure Kommentare zu kommentieren. Und abonniert für weitere Videos über Schwedisch und Schweden und schwedische Kultur und schwedische Eigenheiten. Und wenn ihr ein bisschen Schwedisch lernen wollt, dann bitte schaut mal bei sprichmalschwedisch.com vorbei. Ich habe da kostenlose Audiolektionen für euch eingespielt und ich hoffe, ich sehe euch mal in einem anderen Video. Okay? Hejdå!